Moin Moin, was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zur wahrscheinlich besten Konsole aller Zeiten. Und ich zeige euch heute die 20 besten PlayStation-Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und ja, diese Liste ist vollkommen subjektiv. Platz 20, Tomb Raider 2. Ah, Tomb Raider. Die Geburtsstunde des modernen Action-Adventures, eigentlich natürlich eher mit Teil 1 und eigentlich natürlich erst auf dem Saturn. Aber welche Serie hat denn bitte die PlayStation-Ära mehr geprägt, besonders hier bei uns im Westen, als Tomb Raider? Und Tomb Raider 2 sticht da irgendwie nochmal hervor. Es hat einfach alle Spielprinzipien und Grundlagen des Vorgängers genommen und das Ganze einfach nochmal, naja, über die ganze Welt verteilt. Lara ist halt nicht nur in Tombs am Raiden, sondern auf der ganzen Welt verteilt. Und das macht, beziehungsweise machte damals total viel Spaß. Sie hatte ein paar mehr Moves, das Ganze spielte sich für die damalige Zeit sehr actionreich und innovativ. Aber man muss auch sagen, das Ganze ist auch nicht so gut gealtert. Dementsprechend gebe ich diesen Platz hauptsächlich nur aufgrund der Nostalgie meinerseits für dieses Spiel und aufgrund, naja, von euch. Denn ich habe den letzten Platz auf meiner Liste von euch entscheiden lassen. Ihr konntet im Community-Post abstimmen, welches Spiel wir hier hinsetzen. Tomb Raider 2, Spyro 2, Soul Reaver, Parappa the Rapper oder Siphonfilter. Ich konnte mich irgendwie zwischen all diesen Spielen nicht entscheiden. Denn zum einen fehlt vielleicht so ein bisschen die Nostalgie dafür und zum anderen sind sie spielerisch halt nicht so gut gealtert. Und dementsprechend habe ich gedacht, hey, entscheidet ihr euch doch. Und ihr habt euch ganz knapp hier für Tomb Raider 2 entschieden. Wie gesagt, das kann ich nostalgiemäßig wirklich verstehen. Das Spiel war damals wirklich wichtig und ein Hype um Lara Croft, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Dementsprechend gehört das auf jeden Fall in diese Liste. Aber man muss sich auch ganz klar der Tatsache bewusst sein, das Spiel ist wirklich, wirklich schlecht gealtert. Ich habe es jetzt nochmal extra für dieses Video fast zur Hälfte durchgespielt und boah, ey, es gibt quasi überhaupt keinen Spielfluss mehr in diesem Spiel. Ständig musst du irgendwie abspeichern und neu laden. Weil das Leveldesign und die Steuerung halt sich ständig in Sackgassen und in Tode führen, die man einfach nur vermeiden kann, wenn man das Spiel auswendig kennt oder perfektes Timing hat. Das hat man einfach nicht mehr. Das Spiel, wirklich, es ist vom Spielfluss sehr, sehr schlecht gealtert. Nichtsdestotrotz möchte ich diesem Spiel nicht seine Lorbeeren nehmen, die es verdient hat. Und sicherlich gibt es vielleicht auch in der Reihe selbst bessere Spiele. Viele bevorzugen ja auch Teil 3 oder mögen die Simplizität, die Einfachheit des Ersten. Aber nichtsdestotrotz, Tomb Raider 2, Platz 20. Platz 19, Tony Hawk Pro Skater 2. Ein weiterer Klassiker in einem Genre, das ich heutzutage eigentlich nicht mehr so oft spiele. Und ich muss auch sagen, als ich das Spiel wieder für dieses Video gespielt habe, ja, die Zeiten sind halt vorbei. Nichtsdestotrotz muss man dieses Spiel einfach feiern für das, was es damals gemacht hat. Es hat nämlich nicht nur Skating-Spiele auf die Bildfläche transportiert, sondern auch, naja, eine ganze Generation, meine Generation, beeinflusst. Vom Musikgeschmack, vom Kleidungsstil. Ich lief gefühlt bis 2005 noch in Skater-Klamotten rum. Vielleicht sogar noch später und ich fand's super. Und ich liebe Tony Hawk Pro Skater 2. Ich finde hier auch den zweiten deutlich besser als den ersten, da er mit seinen Manuals, also diesen Balancieren auf den Hinter- oder Vorderachsen, die Möglichkeit gegeben hat, Tricks miteinander zu kombinieren, sodass man gefühlt ein ganzes Level in einer Wahnsinns-Kombo hätte bestreiten können oder meistern können, was ich natürlich nicht geschafft habe, aber trotzdem war es schon geil, riesig fette Kombos minutenlang aufrechtzuerhalten und tausende von Punkte einzusacken. Und das Gameplay hat auch einfach Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, Tricks auszuführen, durch die verrückten Szenerien zu heizen und ja, die verrückten Aufgaben zu lösen. Ein absoluter Klassiker mit einem grandiosen, lizenzierten Soundtrack. Bad Religion, Millencolin, Lagwagon, Papa Roach, All-Time-Classics dabei, ganz, ganz großes Spiel, hat popkulturell wirklich Narben hinterlassen und ja, gehört auf diese Liste. Platz 19, Tony Hawk Pro Skater 2. Platz 18, Crash Bandicoot. Und auch hier wieder ein absoluter Klassiker. Was wäre eine PlayStation-Liste ohne das inoffizielle Maskottchen für die PlayStation, Crash Bandicoot? Hier ist natürlich auch die Frage, welchen der drei Teile nimmt man hier? Und ich habe mich für den ersten entschieden. Nicht, weil ich denke, dass es das beste Spiel ist, weil ganz objektiv muss man eigentlich festhalten, ich denke, 3 ist das beste Spiel, es hat das beste Pacing, es bietet die meisten Möglichkeiten, es spielt sich am flutschigsten, aber einfach aus nostalgischen und persönlichen Gründen habe ich mich hier für den ersten entschieden. Ich mag, dass das Spiel noch nicht ganz so, ja, es ist einfach nur pures Plattforming, noch nicht so viel Storybeats dazwischen. Es gibt nicht mal eine Analogsteuerung, man spielt es wirklich noch mit Digitalpad, aber mir macht es total viel Spaß, es hat ein paar ikonische Level,
wie, naja, das Anfang-Level, die Weglauf-Level oder halt auch das Brücken-Level. Ich glaube, jeder kennt dieses verdammte Brücken-Level auf dieser Hängebrücke. Sehr, sehr eklig, aber auch mit einem kleinen Trick sehr leicht zu meistern. Einfach ein richtig toller, innovativer Plattformer, der halt, naja, diese 2D-Linie der früheren Generation völlig aufgewoben hat mit seinen ganzen tollen Spielmechaniken. Wie gesagt, das Hineinrennen in die Level, das Hinaus- und Wegrennen vor Gegnern aus den Leveln, dann die Tierpassagen, wo man reiten kann. Es hat wirklich Plattformer in eine neue Ebene gehoben und das muss man halt dem ersten Teil irgendwie gut schreiben. Grandioser Plattformer, Maskottchen für Sony und die PlayStation während dieser Ära. Crash Bandicoot muss hier einfach hin, ein fantastisches Spiel. Platz 17, Suikoden. Ich mag halt Rollenspiele und vor allen Dingen die JRPGs der 90er Jahre auf der PlayStation 1. Und eins der besten, muss man sagen, und es ist mir auch erst im Nachhinein irgendwie klar geworden, ist der erste Suikoden-Teil. Viele reden immer über den zweiten, der erste war aber auch schon ziemlich geil und ich liebe Suikoden 1. Denn nicht nur seine wunderschöne 2D-Optik, die auf der PlayStation 1 damals gar nicht so oft vertreten waren, weil alle natürlich 3D wollten, auch sein sehr, sehr geiles Spielprinzip hat mich total begeistert. Denn das Gameplay von Suikoden baut auf drei Säulen. Zum einen habt ihr klassisches JRPG-Kampfsystem, rundenbasiert. Zum anderen aber auch wirklich Echtzeit-Taktikkämpfe, wo ihr nach Schere-Stein-Papier-Prinzip Aktionen auswählt und dann zwei, ja, Truppenverbände aufeinander zustürmen lässt. Und zum dritten basiert das Gameplay noch auf Duellen, persönlichen One-on-One-Duellen, die ähnlich funktionieren wie die Strategieduelle. Hier gibt es auch ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, wo ihr drei Auswahlmöglichkeiten habt, die sich alle gegeneinander ausspielen und ihr müsst anhand der Dialoge mit eurem Gegner herausfinden, was als nächstes wohl passieren wird. Das ist alles sehr, sehr cool gemacht und es macht auch sehr viel Spaß und es ist auch alles garniert mit einer schönen, epischen Bürgerkriegsstory, die sehr komplexe Themen anspricht, was mich auf jeden Fall damals angesprochen hat. Es ist alles gut nachzuvollziehen. Es ist auch spielerisch vom Umfang her noch nicht so groß wie sein Nachfolger. Aber dennoch bietet es halt schon die Grundlage, auf der dieser baut. Zum Beispiel auch das Sammeln von Mitgliedern für eure Armee, der Liberation Army. Ihr müsst 108 Mitstreiter suchen, die euch im Kampf oder in jedweder andere Form helfen können. Wirklich ein fantastisches, gutes, kohärentes, knackiges JRPG, was ich total liebe und ich kann nur empfehlen, Suikoden 1 zu spielen. Bald habt ihr ja die Möglichkeit wieder auch auf modernen Konsolen. Mein Platz 17, Suikoden. Platz 16, Dino Crisis. Ein Survival-Horrorspiel wie Resident Evil mit Dinosauriern. Gibt's was Geileres? Ein wirklich, wirklich tolles Action-Adventure von Capcom für die PlayStation 1. Es spielt sich, wie gesagt, ähnlich wie ein typisches Survival-Horror-Spiel dieser Zeit mit Item-Management, Ressourcen-Management, aber auch so ein wenig wie eine Art Metroidvania, wo ihr Schlüsselkarten suchen müsst, um in gewisse Bereiche zu kommen. Das Ganze ist darüber hinaus wirklich krass inszeniert und natürlich brilliert es durch seine, ja, Dinosaurier, die wirklich cool in Szene gesetzt werden. Ein wirklich gutes Spiel, was im Nachfolger, den ich noch nicht so wirklich gespielt habe, ja deutlich actionreicher wird, aber mir hat der Vorgänger dieses Survival-Horror Gameplay-eske, mir gefällt das total. Auch wenn ich finde, dass es vielleicht ein paar Pacing-Probleme hat und ein bisschen viel Backtracking hat, aber nichtsdestotrotz ein absoluter Klassiker. Ein wirklich gutes PlayStation 1-Spiel. Mein Platz 16, Dino Crisis. Platz 15, Parasite Eve. Und auch hier haben wir wieder eine Art Crossover. Auf der einen Seite wiederum Survival-Horror, auf der anderen Seite diesmal aber ein JRPG. Und wie cool ist das denn? Ihr spielt die Polizistin Aya, die in eine Oper geht, um sich dort eine Vorführung anzuschauen, bis auf einmal, alles in Flammen aufgeht und eine zellmutierte Frau namens Eve erscheint, die quasi die Menschheit auslöschen will. Ihr seid komischerweise immun gegen diese Zell-DNA verändernde Virus und nicht nur das, ähnlich wie Eve, die halt Leute spontan in Flammen aufgehen lassen kann, könnt ihr Magie nutzen. Habt quasi diese Parasite Energy in euch und könnt so ein bisschen zaubern. Grundsätzlich geht es hier aber wirklich wie in einem Survival Horror ums Ballern mit euren Waffen, um Item-Management, um Ressourcen-Management, um Munitionsmanagement und das Ganze in einem wirklich einzigartigen Kampfsystem, wo ihr in Echtzeit auf dem Schlachtfeld herumrennt und je nachdem, wie eure Waffe funktioniert oder wie schnell sie ist, ja, Schüsse abgeben können. Stärke und Geschwindigkeit bzw. Frequenz richten sich alles nach euren Werten. Es macht ober viel Spaß. Es spielt sich so im Grunde so ein wenig wie ein
Warcraft-Held. Wenn ihr die Warcraft-Org-Kampagne kennt oder irgendwelche Warcraft-Helden-Mods, dann könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie sich das Ganze anspielt. Wirklich so richtig cool. Und ich mag auch, dass dieses Spiel sehr, sehr knackig und kurz ist und auch in einem ganz anderen Setting spielt als normale Survival-Horror bzw. JRPGs, nämlich mitten in New York. Hier geht es nicht von Stadt zu Stadt, sondern wirklich von Gebäude zu Gebäude. Richtig geil inszeniert. Nach 12 Stunden ist man durch. Super knackiger Endbosskampf. Ich finde es großartig, auch wenn es bei uns nie erschienen ist. Trotzdem eine ganz, ganz große Empfehlung. Parasite Eve. Platz 14. Resident Evil 1. Naja, und wo wir schon von den ganzen Crossovern zum Survival-Horror-Genre geredet haben, müssen wir natürlich den OG-Klassiker hier auch nochmal ansprechen. Ein Spiel, was ich erst dieses Jahr zum ersten Mal durchgespielt habe und ich konnte mich nicht von dieser Magie, ich konnte mich nicht entziehen. Dieses Spiel funktioniert auch heute, nach 25 Jahren, immer noch absolut meisterhaft. Auch wenn man sich natürlich auf dieses langsame Gameplay einlassen muss, aber es legt halt die Grundlagen für alles in diesem Genre, was ich so liebe. Wie gesagt, das ganze taktische Kämpfen, das Puzzle-Lösen, die Jumpscares, das Management von Ressourcen und eurem Inventar, alles damals schon gesehen in Resident Evil und ikonische Unterhaltung und Dialoge in diesem Spiel. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Klassiker. Ich bin leider erst mit Teil 2 eingestiegen, den wir vielleicht auch noch auf dieser Liste heute sehen, den ich total mag, aber hätte ich den damals gespielt, mein Kopf wäre explodiert. 10 von 10 für mich, Resident Evil 1. Platz 13, Silent Hill. Und ja, wir machen einfach weiter mit Horror. Diesmal ist es weniger Survival, sondern mehr psychologischer Horror. Und ein Spiel, für das ich ganz, ganz viel Nostalgie hege. Das ist ein Spiel, das ist mein erstes Importspiel, was ich mir selbst damals in New York, als ich da im Urlaub war, gekauft habe als kleiner Knirps. Dieses Spiel hat unfassbar viel Nostalgie für mich. Und obwohl ich es als Kind und Jugendlicher niemals durchgespielt habe, weil wie auch, es ist teilweise zu kryptisch, habe ich jetzt endlich dieses Jahr das Spiel zum ersten Mal beendet und erfahren, wie großartig Silent Hill 1 ist. Ein wirklich tolles, wenn auch behäbiges Horrorspiel, das vor allen Dingen durch seine Atmosphäre, durch seine Welt und durch seinen Sound euch eine Art Horror spüren lasst, die halt einzigartig ist und die eine Grundlage gelegt hat für ein ganzes Franchise. Auch wenn ich sagen muss, dass der zweite mir deutlich besser gefallen hat. Deswegen ist dieses Spiel auch trotz seines riesigen Nostalgiefaktors nur auf Platz, 13 auf meiner Liste. Aber es besteht keine Diskussion, dass dieses Spiel auf diese Liste muss. Auch wenn ich es erst, ja, wie gesagt, dieses Jahr zum ersten Mal durchgespielt habe, hat es einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und ich liebe Silent Hill 1. Platz 12, Chrono Cross. Und da haben wir auch schon das nächste JRPG. Diesmal ein absoluter Klassiker von Squaresoft, der bei uns nie erschienen ist, bis zumindest vor ein paar Monaten, denn dann ist hier eine Switch- und PS4-Version endlich übersetzt erschienen für moderne Konsolen. Aber ich habe das damals auf meiner PlayStation 1 gespielt und ich liebe Chrono Cross, denn ich liebe auch Chrono Trigger. Und Chrono Cross ist halt ja quasi der Nachfolger von Chrono Trigger, auch wenn kein direktes Sequel, aber es beschäftigt sich mit den Ereignissen vom ersten Teil, der sich um Zeitreise dreht. Und was passiert eigentlich mit diesen Welten, in der die Zeit verändert wurde? Was passiert, nachdem man da wieder zurückgereist ist? Es ist halt wie immer, Handlungen haben Taten und das greift dieses Spiel so ein wenig auf. Im Grunde spielt hier aber Serge einen Jungen, der nach einem Unfall zurück in sein Heimatdorf kommt und auf einmal merkt, mich kennt hier keiner, ich bin komischerweise hier vor 10 Jahren gestorben. Warum bin ich hier gerade? Warum lebe ich hier? Und daraus entspinnt sich eine spannende Geschichte, die wirklich sehr komplex ist, mit ganz, ganz vielen Charakteren und einem wirklich komplexen Kampfsystem, was so viele Faktoren beinhaltet. Ressourcenmanagement, Feldmanagement und ganz viele unterschiedliche Zauberlevel, was zu viel wäre jetzt zu erklären. Aber mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist eines der einzigartigsten JRPG-Kampfsysteme dieser Ära mit fantastischer Musik, ganz, ganz brillanter Optik. Für mich ist es ein ganz großer JRPG-Klassiker. Chrono Cross, mein Platz 12. Platz 11, Brave Fencer Musashi. Ebenfalls ein Spiel von Squaresoft, diesmal aber ein Action-Adventure. Und ich finde, fast sogar schon mit das beste nicht-schusswaffenbasierte Action-Adventure auf der PlayStation 1. Denn im Gegensatz zu vielen, vielen anderen frühen 3D-Adventuren auf dieser Konsole, muss man sagen, dieses Spiel ist wirklich gut gealtert. Wo man zum Beispiel bei einem Soul Reaver oftmals die Orientierung verliert oder in einem Tomb Raider aufgrund der schlechten Steuerung komplett alle Nerven, lässt sich Brave Fencer Musashi auch heute noch hervorragend spielen und naja, das sollte man, denn das Spiel macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ihr seid Musashi, der in eine Welt gesaugt wird
und dort die Prinzessin retten musst. Das ist relativ simpel, dafür habt ihr aber zwei Schwerte, Lumina und Fusion. Und ihr habt ganz viele Zauber- und Elementarfähigkeiten, die ihr euch im Verlaufe des Spiels verdienen könnt. Das ist ein bisschen wie ein Metroidvania. Darüber hinaus gibt es wirklich tolle Musik, spannende Bosskämpfe, bei denen ihr immer sehr viel taktisch oder strategisch Schwachpunkte heraussuchen müsst. Viele, viele unterschiedliche Dungeons und Welten. Einfach ein hervorragendes Spiel, was ganz viel auch mit seiner Perspektive spielt. Es ist halt ein komplettes 3D-Spiel. Es bietet immer wieder absurde Kamerapositionen, wenn ihr auf einmal einen Turm runterrennt oder so. Auch ja, muss ich hier sagen, es hat ein paar Schwächen, gerade die zeitbasierten Missionen nerven ein wenig, aber ich finde, es ist ein großartiges Action-Adventure. Leider nicht bei uns erschienen und ich glaube, es gibt auch gar keine digitale Version, aber falls ihr mal die Möglichkeit bekommt, ey, zockt Brave Fencer Musashi. Witzig, toll spielbar, einzigartig, großartig. Platz 10, Final Fantasy 9. Und ja, was könnte passender sein für den Start in die Top 10 als ein Final Fantasy Titel? Die Serie, die diese Konsole quasi geprägt hat wie nichts anderes. Und Platz 10 geht für mich halt an Final Fantasy 9, den wahrscheinlich klassischsten und am besten aufgebauten Titel dieser PlayStation-Trilogie. Das Pacing, die Mechaniken, die Optik, alles ist hier wirklich herausragend. Und auch die Geschichte und die Charaktere glänzen halt. Vor allen Dingen die Charaktere. Vivi, Freya, Zidane, Garnett. Das sind alles erinnerungswürdige Charaktere, die wirklich spannende Charakterbögen auch zu erzählen haben. Auch das Kampfsystem ist total super und erlaubt dank seiner vielen unterschiedlichen Möglichkeiten und das Selbstbestimmen von Zaubern halt, wie man das Ganze angehen kann und lädt total zum Probieren ein. Auch der Weltenaufbau und die Musik passt total. Es ist einfach ein rundum gelungenes Abenteuer mit einem richtig guten Pacing. Man hat immer genau die richtige Mischung aus Erkundung, Kämpfen oder Story. Das passt einfach. Es ist einfach ein... Alles, was Squaresoft während der PlayStation 1 gelernt hat, fließt irgendwie in Final Fantasy 9 und es ist ein großartiges Spiel. Und mein Platz 10, Final Fantasy 9. Platz 9, Xenogears. Huh, ja, das ist jetzt ein Mammutwerk und auch ein Spiel, wo es eine ganz lange Geschichte dazu gibt. Denn ich habe dieses Spiel... Ich glaube, 2 oder 3 Mal angefangen und auch dementsprechend Anläufe gebraucht, bis ich es durchgespielt habe und bis ich es auch irgendwie erfasst habe, wie gut dieses Spiel ist. Denn Xenogears ist wirklich, wirklich einzigartig. So ein umfassendes, großes Story-Mammutwerk habe ich selten erlebt und auch wie das ganze Spiel aufgebaut ist und vor allen Dingen in der zweiten Disc auseinanderfällt, zumindest von seinem Gameplay her, das gibt es nur einmal, macht es aber auch so besonders. Eine krasse Geschichte von ja, riesigen Mechs, die aber ganz, ganz viele andere Themen anschneidet, wie Vorherbestimmung, Schicksal, Rassismus, Religion, Willensfreiheit und ganz viel philosophischen Kram. Es ist wirklich... Aber irgendwie auch... trifft es hier. Doch nicht nur die herausragende und wirklich komplexe Story hat mir an diesem Spiel so gefallen, sondern auch die Charaktere und vor allen Dingen das Kampfsystem. Zum einen gibt es hier nämlich nicht nur ja, ganz normale Gruppenkämpfe, in denen ihr aber nicht einfach nur Magie oder Angriffe auswählt, sondern je nach Button auf eurem PlayStation-Controller Schlag- und Kick-Attacken ausführt, die ihr zu Kombos zusammensetzen könnt, basierend auf den Action-Punkten, die ihr besitzt oder die ihr sogar aufgespart habt. Das heißt, ihr könnt Kämpfe quasi die ganze Zeit die Runde aussetzen und irgendwann so eine 24-Action-Punkt-Kombo ausführen. Was super Spaß macht. Zum anderen gibt es aber auch riesige Mech-Kämpfe, also die namensgebenden Gears, bei denen es mehr auf Ressourcenmanagement ankommt und das Power-Level, das ihr basierend auf Angriffen erhöhen könnt. Das Ganze klingt alles total konfus in meinem Kopf, ich kann das schwer erklären. Es macht aber total viel Spaß, es ist sehr, sehr schön taktisch und ich mag auch hier, dass es immer schön abwechselnd ist. Mal kämpft ihr in den großen Mechs, mal halt zu Fuß, mal auch gar nicht wie auf der kompletten zweiten Disc fast, weil ihr da quasi das Spiel abdriftet aufgrund von Budget und Zeitmangel in eine Art Visual Novel. Obwohl das auch nicht ganz stimmt, man hat schon noch zig Stunden da zu spielen. Es ist was ganz, ganz Spezielles, was ganz, ganz Einzigartiges und ich habe sehr lange gebraucht, um die Liebe für dieses Spiel zu entdecken. Aber wenn es dann kommt es richtig. Und das ist, spricht auch wahrscheinlich nicht jeden an, dieses Spiel, aber ich finde das total faszinierend. Darüber hinaus ist es super krass inszeniert, ganz, ganz tolle Musik, wirklich, boah, der Soundtrack ist wirklich gut und immer wieder diese epischen Power Ranger-mäßigen Verwandlungssequenzen und anderen epischen Cutscenes, ein kurioses Meisterwerk, Xenogears, mein Platz 9. Platz 8, Luna.
Silver Star Story. Ja, hier schummeln wir ein kleines wenig, denn eigentlich ist es ein Mega-CD-Spiel, was nur auf die PlayStation 1 geportet ist. Und ich will bei diesen Top-Listen ja eigentlich immer nur Spiele haben, die auch auf dieser Konsole geboren wurden, aber ich mache hier meine Ausnahme, denn ich habe keine andere, ich habe das Mega-CD-Spiel nie gespielt. Ich kenne es nur in dieser PlayStation-Version und ich liebe Luna. Es ist einfach das klassischste aller JRPGs. Alles, was ihr heutzutage schon tausendfach gesehen habt, das ist irgendwie hier in Luna in seiner klassischsten Reihenform gegeben und ich liebe es dafür. Heutzutage wirkt das vielleicht alles ein bisschen, wo man denkt, ja, habe ich alles schon gesehen. Aber 1992, als dieses Spiel ursprünglich erschienen ist, oder ich weiß gar nicht, wann das auf der PlayStation kam, da war es halt irgendwie noch total cool und es ist irgendwie für mich so die Blaupause eines klassischen JRPGs. Ne, ihr habt einen Jungen, den guten Alex, er will Drachenmeister werden und geht einfach in die Welt und macht sein Ding und dann entspinnt sich daraus eine spannende Geschichte mit seiner Jugendfreundin Luna. Jeder Charakter hat halt dieses typische Abziehbild eines JRPG-Charakters. Ihr habt diesen arroganten Magier, ihr habt diesen draufgängerischen Krieger, ne? Die arrogante Göre und so, aber es funktioniert hier total und ich mag auch, dass es immer unterschiedliche Gruppenmitglieder zu unterschiedlichen Zeiten gibt und das Ganze damit auch spielt und so auch seine Geschichte so ein bisschen erzählt. Denn gerade hinten raus, wenn dann halt die finale Gruppe steht, man entwickelt da so, also ich liebe den Cast. Vor allen Dingen, weil es auch drei Pärchen sind nachher quasi und wie sie alle miteinander umgehen und es hat gewisse Romantik, dieses Spiel. Es hat musical-eske Singpassagen, ist toll inszenierte Anime-Cutscenes, die für die damalige Zeit wirklich krass waren. Einen unfassbar guten Soundtrack. Einfach so ein richtig schönes, klassisches JRPG. Auch das Kampfsystem sehr, sehr klassisch. Eigentlich steht man sich nur gegenüber und wählt Angriffe aus. Aber es gibt auch so eine gewisse Positionierungsmechanik, wo man zu stehen hat, um die Angriffe auszuführen. Ne, das ist wirklich cool gemacht. Ich finde es super. Man muss es einfach würdigen für das, was es gemacht hat. Es hat für mich irgendwie eine Grundlage gelegt, die mir total zusagt. Mein Platz 8, Luna, The Silver Star Story. Platz 7, Castlevania, Symphony of the Night. Das Metroidvania-Meisterwerk. Ne? Ich meine, der Name sagt es. Das Vania in Metroidvania kommt aus Castlevania, vor allen Dingen aus diesem Spiel. Denn dieses Spiel hat so viel Grundlagen für dieses Genre festgelegt, sag ich mal, zusammen natürlich mit Metroid. Die frei begehbare Welt, die erforderlichen Fähigkeiten, um voranzuschreiten, die knackigen Bosskämpfe und vieles, vieles andere, was das Genre heute ausmacht. Der Clou halt bei Castlevania Symphony of the Night ist halt noch, dass es ein bisschen Rollenspielelemente mit reingebracht hat. Ihr könnt halt den Hauptcharakter Alucard auch aufleveln. Nicht nur von seinen Werten her, sondern ihr könnt auch seine Waffe bestimmen und die Art der Waffe. Und was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat, sind die Zauber, die man nutzen kann. Auch das Leveldesign. Legendär. Ich möchte nicht sagen warum, aber legendär. Auch die ganzen Geheimnisse, die Musik. Ich mag dieses Movement, mit diesen, das hinterherzieht, diese Sprites oder so. Ich kann das schwer beschreiben. Einfach ein großer Klassiker, über den ich viel zu wenig rede. Castlevania Symphony of the Night. Mein Platz 7. Platz 6. Grandia. Alles, was Luna richtig macht, macht Grandia irgendwie nochmal besser. Denn es ist auch ein Spiel von Game Arts, dem gleichen Entwickler, der quasi genau die gleiche Prämisse bietet, nämlich dass ihr als Justin eine Junge seid, der einfach Abenteurer werden will und in die Welt hinauszieht und daraus entspinnt sich dann, naja, eine spannende Geschichte ums Retten der Welt mit vielen, vielen Charakteren, die einen so krass ans Herz wachsen, dass sie einen einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Gatwin, Fina, Sue, das sind einfach legendäre, für mich legendäre Charaktere, mit denen ich einfach gerne Zeit verbringe, genau wie bei Luna. Denn diese Spiele leben halt aufgrund seiner Gruppendynamik, seiner Charaktere und wenn sie dann zum Beispiel alle am Abendbrottisch sitzen, diese ikonische Musik spielt und einfach über den Tag nochmal reden, das ist einfach super. Ich mag auch die Welt, wie sie aufgebaut ist. Alles ist so schön einzigartig, garniert mit einem wirklich atemberaubenden Soundtrack und dem wahrscheinlich besten Kampfsystem eines JRPGs überhaupt. Ähnlich wie bei Luna kommt es auf die Position eures Charakters an, aber auch auf die von euch beeinflussbare Reihenfolge der Attacken. Denn ihr habt hier wirklich eine visuell zur Schau gestellte Angriffsleiste. Das erste Mal, dass es diese Angriffsleiste gibt, die sagt, wann wer anzugreifen hat. Und dann könnt ihr halt nicht nur gucken, was ihr wann macht, sondern ihr könnt auch aktiv
darauf Einfluss nehmen, wer wann angreift. Ihr könnt zum Beispiel eine gewisse kritische Attacke machen, die dann den Angriffszeiger eures Gegners zurückschmeißt und ihr dann halt mit einem anderen Charakter schneller angreift. Oder ihr macht Zauber, die euch dann in der Leiste nach vorne oder nach hinten bringen. Es ist wirklich ein richtig geiles Kampfsystem, gekoppelt mit einem richtig coolen Progressionssystem. Je nachdem, wie oft ihr etwas nutzt, umso stärker werden eure Fähigkeiten, umso mehr lernt ihr. Das macht auch total Spaß. Ihr könnt also schön fokussieren und richtig fette Mega-Attacken losbrechen. Und ich mag es, wie diese Attacken auch inszeniert sind. Und es ist sicherlich auch nicht perfekt und vielleicht auch für viele andere trifft es nicht so ins Herz wie bei mir. Aber ich mag einfach alles. Es ist so ein rundum schönes Paket und eins meiner Lieblingsrollenspiele aller Zeiten. Platz 5, Suikoden 2. Und da ist nun auch der Nachfolger von Suikoden, das legendäre Spiel, über das ich letztens schon ein ganzes Video gemacht habe. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, warum ich dieses Spiel so liebe, dann schaut euch das vielleicht an. Aber ich kann einfach nur sagen, dies ist ein JRPG, was aufgrund seiner Thematik und seiner Struktur bei mir total gesessen hat. Und die Struktur haben wir schon erwähnt, ne? Die drei Säulen des Gameplays plus das Sammeln von Charakteren. Das ist wirklich cool und es macht die Suikoden-Reihe aus. Aber dann diese krasse Geschichte mit politischen Intrigen, Macht, Liebe, Verrat, Game of Thrones-mäßig, Red Wedding-mäßig geht es hier daher. Und ich finde, es ist einfach eins der bestgeschriebensten Rollenspiele aller Zeiten mit ganz, ganz vielen tollen Charakteren. Ich mag auch, dass es ganz viele Charaktere aus dem ersten Teil in den zweiten bringen können. Ihr könnt sogar euren eigenen Hauptcharakter aus dem ersten Teil importieren und den als Gruppenmitglied nutzen, welcher unfassbar OP ist in diesem Spiel. Es ist jetzt nicht so taktisch bzw. vom Kampf her das anspruchsvollste Spiel. Es geht hier wirklich um das Erleben dieser Geschichte, dieser tollen Welten und das Sammeln dieser ganzen Charaktere, das Aufbauen eurer Armee. Das macht wirklich Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Noch ein Grund, diese HD-Remaster-Version von Kurunami sich demnächst mal anzuschauen, die dann da bald kommt. Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Mein Platz 5, Suikoden 2. Platz 4, Resident Evil 2. Oh ja, wir hatten vorhin schon den ersten, aber es war halt bei mir der zweite. Das war das erste Mal, dass ich mit dieser Art des Spielprinzips in Berührung kam und es... Boah, ich liebe Survival-Horror-Gameplay. Ich liebe es, dieses taktische und strategische Managen von Ressourcen und Waffen und Kämpfen. Das hat bei mir damals in Resident Evil 2 total funktioniert. Außerdem war es natürlich ein brutales 18er-Spiel. Verboten? War es verboten? War es indiziert? Ich weiß es gar nicht, aber es hatte diesen Mythos. Und wenn man schon dieses legendäre Intro sah, Resident Evil 2. Das war schon genug, um Angst zu haben, dass die Eltern reinkommen und sagen, was spielst du da? Aber es war cool, ne? Und Resident Evil 2, einfach ein grandioser Action-Survival-Horror-Klassiker, der für mich irgendwie die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Ganz, ganz tolles Spiel, was man natürlich wunderbar auch in seiner Remake-Version heute spielen kann. Aber ich finde auch, gerade das Original hat noch einen total coolen Charme, den man sich auf jeden Fall mal geben sollte. Ich mag die Optik, ich mag die zweigeteilte Art, ne, dass man halt nicht nur Leon spielen kann, sondern auch Claire. Ich mag die Rätsel. Ich mag einfach alles an diesem Spiel. Absoluter Klassiker, Resident Evil 2. Mein Platz 4. Platz 3, Final Fantasy 8. Ja, oh, ich hab's schon immer gesagt. Final Fantasy 8 ist an gewissen Tagen mein Lieblingsrollenspiel überhaupt, mein Lieblings-JRPG. Ich kann euch nicht erklären, warum, denn das Kampfsystem ist unnötig komplex. Viele hassen das Junction-System, wo man gewisse Zauber erst aufsaugen muss, um sie zu nutzen, und wenn man sie benutzt, sind sie wieder weg und gleichzeitig sind sie auch für eure Werte zuständig, das heißt, ihr verliert auch an Werten und die Story bricht hinten raus komplett auseinander, aber ich kann einfach nicht anders, als dieses Spiel zu lieben. Denn dieses Spiel bietet so unfassbar viele tolle Momente, an die ich mich bis heute erinnern kann. Und manchmal ist die Summe seiner Teile einfach mehr als das komplette Ganze. Und Momente sind im Endeffekt das, woran wir uns erinnern. Die Landung in Dollet, in diesem Kampfwassergefährt. Ne? Der Flug vom Bellum Garden, wo der angegriffen wird. Die Weltraumszene. Boah. Die Weltraumszene, die Walzer-Szene, der Anfang, das Intro mit Cypher und Squall, dem Kampf. Ich kann mich daran bis heute einfach erinnern. Vielleicht liegt es auch an dieser unfassbar geilen Musik, denn ich sag's immer wieder, Final Fantasy VIII hat den besten Soundtrack der Reihe. Da lasse ich auch eigentlich nichts dran kommen. Unfassbar toller Soundtrack.
Ich mag das Spiel einfach. Ich mag auch die Charaktere, auch wenn Squall so ein Emo-Penner ist, aber Rinoa ist das passende Gegenstück dazu. Und mir hat dieses Kampfsystem, dieses Junction-System total gefallen. Ich liebe die Guardian Forces, wie die implementiert sind in diesem Spiel. Nicht nur als auswählbare Summon, sondern auch irgendwie, dass ihr sie koppeln könnt an eure Stats. Ich kann es euch nicht erklären, es ist einfach eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Es hat so einen gewissen Softspot und ich weiß, viele mögen das nicht so sehr, aber ich breche jedes Mal und immer wieder eine Lanze für Final Fantasy VIII. Punkt. Mein Platz 3. Platz 2. Metal Gear Solid. Oh, war das schwer, Metal Gear Solid nicht auf die 1 zu setzen, denn Metal Gear Solid gehört nicht nur, also ist nicht nur der Grundbaustein für eine meiner Lieblingsreihen überhaupt, sondern es hat auch den cineastisch inszenierten Singleplayer auf die Bildfläche gebracht. Ne? Die Art, wie Hideo Kojima ein Videospiel hier präsentiert und inszeniert hat, das gab es davor einfach nicht. Nicht wirklich zumindest. Und ich liebe alles an Metal Gear Solid. Ich mag das Gameplay. Ich finde nämlich, das spielt sich auch heutzutage noch relativ gut. Man kann einfach durch die Level ballern, manchmal auch ein bisschen taktisch vorangehen. Ich mag, wie das Spiel immer wieder seine Welt mit einbezieht, um Dinge zu lösen. Sei es nun die Ketchupflasche im Gefängnis oder das Klopfen, um Gegner herbeizurufen, um sie dann zu umgehen oder zu töten. Ich mag die Bosskämpfe. Wer erinnert sich nicht wieder an die Bosskämpfe? Psycho Mantis, hallo. Metal Gear Solid ist ein absolutes Legendenspiel mit einer völlig übertriebenen Story, die bei mir total funktioniert hat, die natürlich in späteren Teilen völlig eskaliert, aber es ist ein absoluter Meilenstein in der Videospielbranche und hätte hier auf jeden Fall Platz 1 verdient, aber ich musste dann einem anderen Spiel doch den Vortritt lassen. Nichtsdestotrotz, eins der besten Spiele aller Zeiten, Metal Gear Solid. Platz 2. Platz 1, Final Fantasy 7. Ja, wenn es nicht Metal Gear Solid ist, dann muss es Final Fantasy 7 sein. Und ich habe einfach dem Spiel den Vortritt gelassen, was für mich quasi eine Liebe erweckt hat für ein Genre, die ich vorher so gar nicht kannte. Denn ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben hier 10 JRPGs in dieser Liste und der Grund dafür ist Final Fantasy 7. Das hat bei mir etwas ausgelöst, was mich viele, viele Jahre begleitet hat. Ich liebe dieses Genre und ich liebe Final Fantasy 7. Auch hier habe ich schon ein ganzes Video zu gemacht, wenn ihr mehr im Detail darüber wissen wollt. Aber auch hier passt einfach alles zusammen. Es gibt viele unfassbar geniale Momente in diesem Spiel. Die Rettungssequenz mit dem Motorrad, die Aerith-Szene, der ganze komplette Anfang. Die Musik ist brillant in diesem ganzen Spiel. Ich mag die ganze erste Hälfte im Midgar und wenn man denkt, okay, das Spiel ist fast durch, nein, dann beginnt das Spiel erst richtig und es lässt euch in eine riesige Welt mit vielen tollen Einzelgeschichten. Denke an Dine und an Red 13 und so weiter und so fort. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde auch, es ist immer noch gut gealtert. Man kann über den Grafikstil sicherlich diskutieren. Ich mag ihn irgendwie. Irgendwie löst diese einfachen 3D-klobigen Klötze bei mir im Kopf so ein krasses Kopfkino aus. Ich mag das Kampfsystem, das Materia-System. Boah, wie gut ist das bitte, dass man quasi alles in diesem Spiel anhand dieser kleinen Kügelchen bestimmen kann, die du in deine Waffen baust oder in deine Items und dadurch dann komplett festlegst, wie ein Charakter zu spielen ist. Einfach ein unfassbar tolles Abenteuer, emotional, tolle Story mit auch einem schönen Unterplot, Subplot, sage ich mal, der auch noch heute funktioniert, mit vielen erinnerungswürdigen Charakteren, erinnerungswürdigen Momenten, das für mich ganz, ganz viel Nostalgie hat und das für mich die Liebe zu einem Genre geprägt hat und auch zu einer Konsole, sodass ich nicht anders kann, als dieses Spiel auf Platz 1 zu setzen, auch wenn es heutzutage wahrscheinlich cool ist, Final Fantasy 7 nicht zu mögen. Aber das ist falsch. Dieses Spiel, ja, vor 20 Jahren hätte es diese Diskussion nicht gegeben. Also das Spiel ist großartig und es ist ein würdiger Platz 1 für eine der besten Konsolen aller Zeiten. Ja, das war meine Top 20. Ich denke mal, auf jeden Fall diskussionswürdig und ich weiß, hier fehlen sehr, sehr viele Spiele und ich weiß auch genau, dein Lieblingsspiel fehlt hier. Schreib es mir doch so gerne mal in die Kommentare. Warum ist hier kein Gran Turismo oder kein Tekken? Naja, das sind Genres, die ich nicht mag, ne? Aber ich habe auch einfach ganz viele Spiele einfach aus Platzgründen nicht nehmen können. Ich habe so viel gezockt für dieses Video in den letzten ein, zwei Jahren. Ganz, ganz viele Spiele, um mir hier nochmal wirklich ins Bewusstsein holen zu können. Und da waren auch viele große dabei, ne? Und viele, die ich nochmal würdigen will in den nächsten Wochen und so in anderen Videos. Aber ich kann nicht alles in 20 Plätze machen. Dafür ist die Bibliothek dieser großartigen Konsole einfach zu gut. So viele Franchises, die hier geboren sind, so viele Erinnerungen, die ich hier habe. PlayStation 1 halt, ne?
Das ist übrigens meine Original PlayStation 1, gemoddet aus dem Jahre 1824. Gut, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, es ging nicht allzu lang. In diesem Sinne, abonniert Raketen.